Robin entdeckt ein kleines verfallenes Steinhaus, daneben ein altes Windrad. Das Dach ist zerstört, die Tür fehlt. Vorsichtig tritt Robin hinein. DGT folgt ihr. Neugierig sieht sich Robin um. Am Eingang steht ein kaputtes Regal. Eine zerrissene Matratze liegt auf einem Bettgestell. In einem zweiten Raum findet sich ein verstaubter Kamin. Die Abendsonne scheint durch das kaputte Dach. Robin geht zum Hintereingang. Sie schaut heraus. Erschöpft lehnt sie sich an den Türrahmen und atmet auf. Hey, wie findest du es, Dick? Home sweet home, huh? Am Tag, ein Truck mit Aufschrift. Sallys Kamelverkauf, Alice Springs. Männer verladen Kamele. Ein Bärtiger spricht mit Robin. Du musst verrückt sein, Mädchen. Du weißt, dass das 3200 Kilometer sind. Sechs Monate harte Schinderei. Wehe, wenn du dich irgendwie verletzt. Und man verliert schnell die Orientierung. Wasser und Nahrung könnten dir ausgehen. Man muss nicht mal Pech haben, um da draußen zu verrecken. Ich möchte einfach nur allein sein. Der Bärtige senkt nachdenklich den Blick. Wir richten diese Tiere nicht fürs Kinderreiten ab, ja? Wir fangen sie, verkaufen sie. Also helfen Sie mir jetzt? Ich kann dir beibringen, wie man eins zähmt. Den Rest musst du in deiner Freizeit machen. Sie stellen mich also ein? Wer es 8 Monate lang mit diesem Kurt Posell aushält, verdient eine Chance. Komm morgen wieder, mal sehen, wie du dich anstellst. Ich begann für einen Kamelhirten namens Saleh Mohammed zu arbeiten. Er stammte aus einer alten afghanischen Kameltreiberfamilie. Robin, Arme hoch, du musst groß aussehen. Aufrecht stehen, Arme hoch. Für einen Monat Arbeit zum halben Lohn bot er mir ein wildes Kamel an. Robin, mach das Tor zu. Am Abend. Mit einem Eimer schöpft Robin Wasser aus einem Kanal. Dann betritt sie das kleine Steinhaus. Sie füllt Wasser in einen Topf und kocht es am brennenden Kamin. Dann setzt sie sich ans Feuer. Ihr Blick fällt auf ihr Gepäck an der Wand. Ein Rucksack, Decken, 2 Kanister. Darüber eine Karte von Australien. Auf der Karte eine gezeichnete Route. Sie führt von Zentralaustralien zum Indischen Ozean. Eine karge Ebene. Robin und 2 Männer fahren in einem offenen Landcruiser. Dahinter ein weiterer Landcruiser. Die Autos jagen einer Herde Kamele hinterher. Auf der Ladefläche des ersten Landcruisers steht ein Mann mit Cowboyhut. Dicht fahren die Autos an ein rennendes Kamel heran. Staub wird aufgewirbelt. Sie treiben das Kamel von der Herde ab. Der Mann mit Cowboyhut hält ein Lasso in der Hand. Er lehnt sich zum Kamel und wirft es ihm um den Hals. Die Schlinge verengt sich. Kamel und Landcruiser bremsen ab. Sallys Kamelfarm. Robin lehnt an einem Gehege. Sie betrachtet ein festgebundenes Kamel. Der Bärtige Sally tritt zu ihr. Du wirst sie zähmen müssen. Robin lächelt. Danke. Hast du dir verdient. Die beiden blicken sich aus den Augenwinkeln an. Du bist ein merkwürdiges Mädchen, Robin Davidson. Vor dem kleinen Steinhaus. Robin in einem gelben Kleid. Sie hockt vor einem knienden Kamel. Sie streichelt es. Digiti liegt bei ihr. Ein großer Kombi fährt in Richtung Haus. Robin läuft mit Digiti hinter das Haus. Missmutig hockt sie sich an die Hauswand. Das Auto hält vor dem Haus. 6 junge Erwachsene steigen aus. Eine Braunhaarige läuft zum Haus. Wir wissen, dass du hier bist. Du kannst dich nicht vor uns verstecken. Robin tritt ihr entgegen. Was macht ihr denn hier? Wie habt ihr mich gefunden? Ich habe ein wenig rumgefragt. Sind ja nicht so viele Kamel-Ladies hier unterwegs. Ich hasse das. Klingt, als wäre ich irgendwie verrückt. Sie umarmen sich. Komm mal mit. Vor dem Haus stehen die anderen. Ein Blonder umarmt Robin ebenfalls. Hi. Geht's dir gut, Robin? Die Braunhaarige. Das sind Peter, Bernard, Annie und Annies Freund Rick. Er kommt aus den Staaten. Tolles Haus, was du da hast. Und was für ein Wahnsinn, wie groß die Kamele sind. Naja, wie so ein Zwischending zwischen Kuh und Giraffe. Wunderschön. Robin beäugt Rick argwöhnisch. Bittest du uns rein oder nicht? Doch, kommt rein. Robin geht vor. Beim Eintreten verdreht sie genervt die Augen. Später im Haus. Das sind die Sachen, die ich habe.